So, da wären wir jetzt zur zweiten Partie gegen Nick Neo. Diesmal spiele ich mit Weiß gegen ihn. Die erste Partie mit Schwarz war jetzt nicht so wahnsinnig souverän, wenn ich ehrlich bin. Aber schauen wir mal, wie die zweite Partie mit Weiß laufen wird. Da habe ich schon mal gegen ihn gespielt, im Simultan wahrscheinlich, und verloren, sehe ich gerade. Genau, im Simultan habe ich mal verloren gegen ihn. C5, ja, was machen wir mal? Komm, machen wir Hauptvarianten. Wie ich schon im ersten Video, in der ersten Partie, D5, den Zug, den gibt es, glaube ich, nicht. Ich kann hier nehmen und wenn er jetzt mit der Dame nimmt, gewinne ich ein Tempo hier. Neuerung von Nick Neo 17 im zweiten Zug in der sizilianischen Verteidigung. D5. Ihr seht, ich habe schon beide Springer im Spiel. Die Dame hier etwas zu früh ins Spiel gebracht. Das ist so ein schlechteres Skandinavisch, kann man sagen, mit dem Bauern auf C5. Jetzt kann ich auch Läufer B5 Schach mit Tempo machen. D4 ins Zentrum halt, ne? Läufer B5 ist halt mega logisch hier. Ach komm ich. Ich muss ihm erstmal Zeit geben. Nicht vergessen. Auf 10 Minuten. Dem jungen Mann nicht irgendwie Zeit stehlen. Komm, machen wir Läufer B5 Schach. Läufer D7, das ist soweit logisch. Hier ist jetzt die Frage, Dame E2 oder auf D7 nehmen oder D4? Am logischsten erscheint mir schlagen. Und wenn er mit der Dame nimmt, dann D4 nehmen. Dame D4, Dame D4, Springer D4. Ja, aber ist das Endspiel wirklich so gut für mich? Interessant ist A4 hier übrigens. Ja, jetzt denke ich schon wieder ewig nach hier. Komm. Ich vergesse immer, dass ich mit wenig Zeit spiele. Die Idee ist natürlich, wenn er nimmt, dann nehme ich mit dem A-Bauern. Und der öffnet. Er nimmt sogar, okay. Jetzt öffnet sich hier die Linie für den Turm. Das Feld kontrolliere ich. Der kann dann mit dem Springer nicht hin. Das ist okay. Das ist interessant. Jetzt werde ich wahrscheinlich kein D4 spielen, sondern eher mit Dame E2, D3. Springer E4 auf den Bauern vielleicht drauf gehen. Wobei, A6. Okay, auch nicht schlecht. Aber das geht, das bringt nichts, weil er den B5 gar nicht droht zu schlagen. Das ist nicht so gut. Ich ruhe hier einfach. Er droht ja nicht zu schlagen, weil der Bauer ist gefesselt. Also A6 ist ein Zeitverlust, ne? Und der hat keine Figur im Spiel. Ich muss natürlich versuchen, jetzt meinen Entwicklungsvorsprung zu nutzen. Wenn man einen Entwicklungsvorsprung hat, muss man die Stellung öffnen. Das heißt, D4 ist hier super logisch. Jetzt ist es aber auch logisch, hier zu schlagen, weil dann hat er hier einen schwachen Bauern am Ende. Ja. Jetzt entsteht hier ein schwacher Bauer auf A6. Den kann ich gleich mit Dame E2 attackieren. Sehr ungewöhnlich. Jetzt schon Figuren mit Tempo ins Spiel zu bringen, ist immer gut mit Zeitgewinn, weil ich greife diesen Bauern an. Und er muss sowas wie Dame B6 machen, vermute ich mal. Oder Dame C8. Aber so oder so gefällt mir das nicht für ihn. Springer D5 ist dann nervig. Und es kann gut sein, dass ich dann den Bauern schon gewinne. Mal gucken, was er macht. Wie er den deckt überhaupt. Mit Dame A5, ja. Das ist okay. Dame B6 wäre schöner gewesen. Springer D5 ist interessant. Ja, D4 ist auch interessant. Zu viele gute Züge hier für mich, wenn ich ehrlich bin. Zu viele gute Züge. Springer D5 ist interessant, weil dann drohe ich Dame schlicht A6.
Gut, es wäre nur ein Bauerngewinn letztendlich wegen dieser Gabel hier. Springer D5. Was soll er denn machen eigentlich nach Springer D5? Ich glaube, das gewinnt forcierten Bauern. Ne? Was eigentlich mit Dame E4 hier eigentlich? Mit dort Schach zu setzen. Das sieht auch mega stark aus. Hier gibt es so viele gute Züge. Ey. Ach komm, Dame E4 sieht so gut aus. Muss ich machen einfach. Der König steht so blöd hier. Komm hier, Dame A8 Schach. Das sieht so gut aus. Ja, Schwarz ist unterentwickelt. Hat eine Schwäche hier, hat eine Schwäche hier. Ich habe die bessere Bauernstruktur. Mein König ist schon rochiert. Ihr seht, wie wichtig es ist, die goldenen Regeln einzuhalten. Gut, ich habe aber nur 2 Minuten 43, aber plus 5 Sekunden dann immer. Wie will er das überhaupt abwehren? Springer B6 nutzt nichts, wegen Dame C6 Schach. Und Dame A8 zulassen. Er kann natürlich mit der Dame zurück hier. Ich weiß gar nicht, ob ich D4 spielen will, ehrlich gesagt. D3, Nebst, Läufer, irgendwas. Jetzt lässt er sich Zeit. Er hat eine Öffnung ein bisschen schnell gespielt, finde ich. Jetzt mache ich damit hier hin. Fessle den Springer. Drohe hier zu schlagen. Und Springer E5 ist auch ein Problem. Also hier gibt es viele Probleme jetzt für ihn. Eine weitere Idee: Springer D5, Springer C7. Ich glaube, er muss den machen, unbedingt, damit Springer D5 nicht kommt und einfach einen Bauern opfern. Springer F6. Springer E5 eine Idee. E6. Dame B6. Ja, das ist Quatsch, was er macht. Weil Schach. Jetzt muss er die Dame dazwischen ziehen und dann verliert er den Bauern doch. Ja, also er. Er verliert sehr, sehr viel Zeit mit dem, was er macht. Und hat jetzt einen Bauern weniger. Das liegt natürlich auch daran, dass er die Varianten nicht korrekt berechnet. E5, das ist zu krass, zu heftig. Das ist viel zu riskant. Turm E1 greift einfach den Bauern an. Er musste nach E6 gehen, der Bauer. Ich weiß, vielleicht war das auch ein Mausslip. Aber E5 ist viel zu riskant. Jetzt macht er schon F6, um den Bauern zu decken, weil er Angst hat natürlich, dass der Bauer geschlagen wird, aber wo soll jetzt dieser Springer hin? Der hat keine Felder für seine Figuren, der junge Mann. Machen wir jetzt ganz ruhig. Ja, ich kann auch D4 machen, wenn ich ehrlich bin. Und ich kann auch D4 machen. Oder soll ich damit C6 machen und den hier? Machen wir D4. Das gefällt mir. Schön aggressiv. Wenn er nimmt, nehme ich automatisch mit dem Springer. Ich öffne halt die Stellung im Zentrum. D3 wäre auch völlig in Ordnung gewesen, aber das gefällt mir noch ein bisschen besser. Wie ihr seht, ist das gefesselt hier und der Springer droht da reinzukommen, da reinzukommen. Der Springer kommt auch hinterher. Die Stellung ist total gewonnen für Weiß. Aber ich habe nur noch 2 Minuten 23. Mal schauen, ob ich das locker nach Hause schaukeln kann. Oder ob ich hier noch Probleme bekomme. Was ist denn mit Springer C5 eigentlich? Nee, ja, zum Glück, macht den. Okay. Darauf kann ich aber Springer E6 sehr gut machen, oder? Mit multiplen Angriffen. Ja, Springer E6. Greift die Mama an, greift den Bauern an, greift den Läufer an, greift alles an. Schöner Springer hier auf E6, mitten im schwarzen Lager. Dame E7, Springer D5, macht auch keinen guten Eindruck. Dame C8, geht nicht, weil die Dame das Feld deckt. Dame E7. Jetzt kommt aber Springer D5, alles mit Tempo. Oder? Ich habe sogar einen Schach auf C8, ne? König F7. Ist da was?
Machen wir erstmal Springer D5, das kann ja nicht verkehrt sein. Greift die Dame an. Die Dame deckt den Springer. Diese Gabel würde sowieso auch den Springer decken. Die Dame kann eigentlich nur dahin. Und dann stellt sie vor, Dame C6 Schach, C8, König F7. Wo ist das Matt? Ja, es ist leider kein Matt, ne? Es ist leider kein Matt. Ich habe noch Springer D8 Schach. Springer D8 Schach und dann kann der König nach G6 weglaufen. Und das war's dann. Ich verrenne mich in seinem Lager. Alles nicht so toll. Ich kann Springer schlecht G7 Schach spielen übrigens und in aller Ruhe einfach auf technischen Gewinn ausgehen, indem ich noch mehr noch einen Bauern gönne und die Damen tausche. Also Dame D6 ist der einzige, was ich sehe. Oh, das hat er jetzt übersehen. Tut mir leid, dann nehme ich die Dame weg. Habe ich keine Gnade? Kenne ich keine Gnade? Hat er übersehen. Passiert. Er kann jetzt den Springer hier nehmen und dann kann ich den Läufer hier nehmen. Ja, also ihr seht wieder mal, zwischen Weiß und Schwarz berät. Cool, darf er zurücknehmen, ist okay. Einmal zurücknehmen ist immer erlaubt in diesen Let's Play-Geschichten für den Gegner. Ihr seht, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Weiß und Schwarz im Schach. Na, mit Schwarz hatte ich ein paar Probleme. Da ist es so ein bisschen mehr balanced. Mit Weiß dagegen kann ich den Anzugsvorteil in dieser Let's Play-Reihe immer gut nutzen. Die Dame ist angegriffen. Du musst die ziehen. Es gibt eigentlich nur Dame D6. Okay, Dame D6. Was mache ich überhaupt drauf? Ich habe mich immer noch nicht entschieden. Jetzt geht er dahin. Das ist aber Schachmatt, oder? Das ist Schachmatt. Tut mir leid. GG, thank you. Kann ich jetzt leider keine Rücksicht drauf nehmen. Er hat schon Zug zurückgenommen. Ich habe auch gesagt, nach D6 muss er. Gehen wir schnell ins Analysebrett rein. Die Eröffnung ist komplett falsch gelaufen. D5 hier gibt es nicht. Ich will mal gucken, gibt es D5? Ja, in der Leaches-Datenbank gibt es ein paar Partien. Aber der Zug ist halt. Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Großmeister diesen Zug gespielt hat. Das Problem ist einfach, dass ich hier einfach einen riesen Entwicklungsvorsprung bekomme hier. D4 wurde meistens gespielt in den Partien hier, aber gut, das ist ja nicht wirklich Theorie hier. D4 macht Sinn, klar. Einfach nehmen und jetzt hier mit der Dame nehmen und eventuell dieses Endspiel spielen hier, weil ich zwei Figuren im Spiel habe und ich bin mir aber immer nicht sicher bei dieser Struktur, ob das wirklich nicht von. Er will sowas machen hier, ne? Läufer F4, irgendwelche Dönekes hier, aber ich bin mir immer nicht sicher, ob das wirklich ausreicht, so eine Stellung. Ich habe halt mehr Figuren im Spiel, aber reicht das wirklich aus? Ja, wahrscheinlich schon. Ja. Gut, reicht für den Vorteil. Ich habe Läufer B5 Schach gemacht. A4 ist interessant, aber auch nicht besonders gut. Läufer B5 ist nicht gut, weil es mal die A-Linie öffnet für den Turm. A6 ist nicht gut. A6 ist überhaupt nicht gut, weil es Zeit verliert. Er muss Figuren ins Spiel bringen. Goldene Regeln. Entwickeln. Nicht die Entwicklung vernachlässigen. Ich entwickle mich einfach weiter. Und ihr seht schon, guckt mal hier, plus 2,6 nach gerade mal 10 Zügen. Ich stehe also völlig auf Gewinn hier. Greife den Bauern an. Dame E4 ist jetzt ein, wie ich finde, starker Zug. Ich weiß nicht, warum dem der Computer nicht so gut gefällt. Er will D4 machen. Dame E4 sieht super logisch aus. Er möchte den Bauern opfern. Schach, Dame und er möchte hier den Bauern opfern und sagt hier, ja, lieber den Bauern opfern, aber dafür ein paar Figuren ins Spiel bekommen. Ja, mein Gegner wollte den Bauern nicht opfern, aber das zögert das Unvermeidliche nur hinaus. Gut, hier gibt es nicht wirklich viel zu analysieren. E5 ist ein grober Fehler, weil es mir ein weiteres Angriffsziel gibt. Wenn überhaupt, dann muss er E6 machen. Ganz ruhig hier. Springer F6, Läufer E7, kurze Rochade. Falls es überhaupt reicht, von der Zeit her. Aber E5 gibt mir nur eine Möglichkeit, den Bauern auch noch anzugreifen. Und hier stehe ich einfach komplett auf Gewinn. Der Rest ist halt so. Na, ich habe Springer E6 gemacht. Läufer F2, was soll das? König F2. Ihr seht, das Beste, was er noch findet, ist der Computer, die Figur zu opfern. Für nichts. Damit er halt nicht sofort einen starken Königsangriff über
gegen, damit nicht Weiß einen super starken Königsangriff erhält. So, Springer D5, Dame F7 war matt. Er hätte den machen müssen. Hier hatte ich mich noch nicht entschieden, was ich mache, ehrlich gesagt. Was ist denn mit der Variante hier? Zack, zack. Und jetzt, oh, das ist schön, mit der Idee hier matt zu setzen. Interessant. Was mit dem? Schach. Weglaufen. Ach, da kann er nicht hin. Muss dahin. Ja, übelst. Was ist denn das eigentlich? Und es wird matt. Auch nicht schlecht. Gut, sowas kann nur der Computer sehen, so schnell. Ich nicht. Ich hätte vielleicht sogar einfach hier die Damen getauscht. Sowas, sowas. Und dann einfach die Damen tauschen. Und dann einfach mit zwei Bauern mehr weiterspielen. Ist auch gewonnen. Halt technisch. Hätte ein bisschen länger gedauert. Gut, das war die zweite Partie gegen Nick Neo. 17. Nachdem die erste Partie deutlich spannender verlaufen ist, war die zweite Partie jetzt eine eindeutige Sache. Wer gerne gegen mich in dieser Reihe Let's Play gegen Abonnenten spielen möchte, kann sich gerne bei mir melden. Am besten über Leeches, eine private Nachricht. Habe aber schon eine Liste mit mehreren Leuten, die sich gemeldet haben. Nichtsdestotrotz kann ich weitere Leute auf die Liste aufnehmen. Ihr müsstet dann halt warten, bis wir die Partien spielen können. Vielen Dank fürs Zuschauen und guckt einfach mal in die Liste rein, falls euch solche Analysen gefallen. Die Liste mit Partien gegen User ist schon jetzt ziemlich lang geworden in der Reihe Let's Play gegen Abonnenten. Vielen Dank und bis bald.